Es ist eine Zeit und eine Welt des Umbruchs. Es ist eine Zeit, wo Menschen auch unglücklich sind, wo auch der Erste Weltkrieg gerade vorbei ist, der Zweite naht. Es ist auch eine gefangene Welt, wo Frauen natürlich auch nicht einfach spazieren gehen können und wenn sie den einen nicht mehr lieben, zum anderen gehen können. Wir haben es ein bisschen verändert, indem wir die ganze Oper in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts gesteckt haben. Wir haben uns auch ein Stückchen weit an dem großen Gatsby orientiert, der zwar kriminelle Machenschaften auf jeden Fall intus hat, aber aus Liebe handelt und naiv motiviert ist bis zu einem gewissen Grad. Also ein Mann mit Macht, aber der nicht grundsätzlich vom Charakter her ein schlechter Typ ist, der doch Gefühle hat, den diese Liebe zu Amelia im Ende auch zugrunde richtet. Wäre ich Bariton, wünschte ich, könnte Renato singen. Es hat so eine unglaubliche Tiefe, trotz allem, trotz dieser Leichtigkeit, die natürlich über dieses Sujet eines Balles kommt, hat es diese unglaubliche Tiefe und dieses Schmerzende, was auch wirklich nur Verdi so schreiben kann. Das ist schon fantastisch. Es darf nie hart klingen, es muss eine Weichheit haben, es muss aber trotzdem im richtigen Moment auch wieder den Peng haben, auch wieder die Richtung haben, die Kraft haben. Und das ist etwas, was ich ganz faszinierend finde. Man muss da sehr detailliert arbeiten, finde ich. Es reicht eben nicht nur, Verdi einfach nur zu spielen. Es ist viel mehr drin.